Du sollst dein Ego töten, du sollst dein Ego besiegen, du sollst dein Ego transzendieren, du sollst gegen dein Ego kämpfen. Was genau musst du tun, um spirituell zu wachsen? Darum geht es hier in diesem Video. Schön, dass du dabei bist, gerade beim Thema Ego herrscht sehr viel Chaos. Das hat zum einen den Grund, den ich bereits in dem Video, welches hier, ich hier oben verlinken werde, einmal thematisiert habe. Denn je nachdem, wen man fragt, ist erstmal das Ego eine komplett unterschiedliche Begriffsbezeichnung. Das heißt, wenn du einen Psychologen fragst, der wird sagen, hey, Ego ist ein super wichtiges Ding. Wir haben davon äh, Freud das Instanzenmodell. Ich werde es hier mal einblenden. Da gibt es einmal das Über-Ich, dann gibt es das Es und die ausgleichende Instanz dazwischen ist das Ego. Das ist mega wichtig, weil das Über-Ich sagt, du willst abnehmen. Das Es saß, da vorne ist eine Schokotorte und das Ego sagt, ja Mensch, okay, du hast Bock auf die Schokotorte, willst aber abnehmen, dann isst nur ein halbes Stück, dann hast du von beiden etwas. Super cool. Quasi so eine Art ausgleichende Instanz. Der Spirituelle wird dir vielleicht sagen: Töte dein Ego, ähm, werd dein Ego los und so weiter und so fort. Und im Volksmund wiederum gilt das Ego auch als was tendenziell Positives. Da bekommt man ein Kompliment und dann sagt man vielleicht ähm, sinngemäß: Hey, danke, das ist gut für mein Ego. So, das heißt, im Volksmund wird das Ego oftmals gesehen als so eine Art Selbstbild vielleicht. Das heißt, die erste Herausforderung ist, dass man so viele verschiedene Begrifflichkeiten hat und für einen Psychologen ist der Satz töte dein Ego natürlich vollkommen abstrus. <laughs> für einen Spirituellen wiederum macht das Sinn. Und es gibt einen sehr schönen Satz, ähm, der, der dieses Verhältnis von Psychologie und Spiritualität ganz gut erklärt. Und dieser Satz ist, die Psychologie versucht, dass der Traum nicht zum Albtraum wird. So, damit ist mit dem Traum ist sprichwörtlich das Ego gemeint. Wenn psychologisch gesehen der Traum zum Albtraum wird, dann bist du mit deinem Ego, mit deinem Selbstbild, mit dem, wie du dich selbst siehst, nicht mehr sozial besonders kompatibel. Das heißt, du hast vielleicht schwere Traumata oder Ängste oder Störungen oder Ähnliches die es verhindern, dass du gesunde Beziehungen hast, dass du gut mit anderen Menschen klarkommst, dass du echte Beziehungen aufbaust, dass du anderen Menschen vertrauen kannst, all solche Sachen. Das passiert oft, wenn du ein, ich sag mal, nicht gesundes Ego hast aus psychologischer Sicht. Das heißt, du bist dann hier irgendwo nicht mehr zwangsläufig sozial kompatibel und dann wäre der Traum zum Albtraum geworden. In der Spiritualität geht es um was anderes. Da geht es nämlich darum, von diesem Traum zu erwachen. Das heißt, die Psychologie versucht, ein gesundes Ego zu erzeugen, dass der Traum nicht zum Albtraum wird, dass du sozial kompatibel bist, klarkommst und nichts hast, was dich enorm belastet, worunter du enorm leidest. Und in der Spiritualität geht es darum, von diesem Traum zu erwachen. Das heißt, es ist nicht im Sinne des Psychologen, dass du glücklich wirst. Es ist im Sinne des Psychologen, dass du nicht traurig bist. <laughs> Ganz platt formuliert. Ne? Ähm, natürlich nicht traurig bist, keine Störungen hast und so weiter. Aber im Kern geht es dem Psychologen nicht darum, dass du jetzt mega erfüllt bist oder mega glücklich bist. Im Kern geht es dem Psychologen darum, dass du nicht traurig bist, gestört bist oder ähnliches hast, sondern in Anführungsstrichen normal bist, was auch immer das so heißen mag, zumindest so, dass du nicht leidest im Alltag. So, und in der Spiritualität geht es wiederum nicht darum, dass dieser Traum nicht zum Alltraum wird, sondern von diesem Traum zu erwachen. Das ist das, was viele dann meinen mit, du musst dein Ego töten, du musst dein Selbstbild töten, denn du bist viel mehr als das, was du über dich denkst. Du musst raus aus der Illusion und so weiter. Der Punkt ist jetzt folgendes. Es gibt jetzt viele verschiedene Meinungen darüber. Soll ich mein Ego töten? Soll ich es nicht töten? Es gibt ganz viele Videos darüber bei YouTube. Meiner Meinung nach ist es folgendermaßen, es ist nicht sinnvoll, das Ego zu töten. Warum? Weil in dem Moment, wo du eine Agenda hast, in dem Moment, wo du ein Ziel hast quasi, ich muss das Ego töten, dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich, dann bin ich happy, dann... Habe ich mein Ziel erreicht und so weiter? In dem Moment hast du eine Agenda. So, du hast eine Agenda, du hast einen Job zu erledigen, ne? du hast was, was du machen musst, was du tun musst, damit du, ja, du hast dieses Wenn, Dann. Wenn ich mein Ego getötet habe, dann bin ich erfüllt. Wenn ich das getan habe, dann kann ich glücklich sein und so weiter. Und genau das ist so ein bisschen der Trugschluss. Denn in der Spiritualität ist einer der Kernessenzen, die zu erkennen, dass du bereits perfekt bist, so wie du bist. Und diese Erkenntnis, die kann nur im jetzigen Moment folgen. Die kann nicht folgen, wenn du sagst, okay, ich muss erst noch XY tun, damit ich diese Erkenntnis haben kann. Und auf dieser Ebene ist es aus Psychologischer Sicht, sage ich mal, exakt das gleiche. Ob du sagst, nee, ich brauche erst noch eine Ehe, dann bin ich glücklich. Ich brauche erst noch meinen Ferrari oder die eine Million, dann bin ich glücklich. Oder ich muss erst noch mein Ego töten, dann bin ich glücklich. Ne, es ist exakt dasselbe Spiel, nur auf einer anderen Ebene. Das heißt, in dem Moment, wo du glaubst, du musst dein Ego noch töten, und damit du in dem Moment. Projizierst du schon wieder etwas, was du nur jetzt in diesem Moment, auch jetzt gerade, wo du dieses Video schaust, was du nur jetzt erfahren kannst auf die Zukunft, die niemals kommen wird. Gerade im spirituellen Kontext. Denn wenn die Zukunft kommt, kommt sie als jetzt. Das heißt, das Leben besteht nicht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern das Leben besteht aus aneinandergereihter jetziger Momente. Es gibt immer nur den jetzigen Moment. Es gibt so gesehen keine Zukunft, denn es gibt nicht einen Menschen weltweit, der auch nur eine Sekunde in der Zukunft gelebt hat. Genauso gibt es nicht einen Menschen weltweit, der eine Sekunde in der Vergangenheit gelebt hat. Es gibt immer nur das Jetzt. So, was wir aber machen können, wir können aus dem gegenwärtigen Moment natürlich kognitiv mit Gedanken in der Zukunft sein oder kognitiv mit Gedanken, physisch im Hier und Jetzt, aber in der Vergangenheit sein und Erinnerungen haben aus der Kindheit von vor ein paar Jahren und so weiter. Das heißt, wir können uns die Vergangenheit vergegenwärtigen. Wir können uns die Zukunft vergegenwärtigen, aber wir können das alles nur im jetzigen Moment machen und niemals anders. Und genauso verhält es sich mit dem Töten des Egos. Das Ziel sollte nicht sein, all das, was du über dich denkst, zu töten. Das ist nicht der Punkt. Es ist wichtig, es zu erkennen und zu wissen und zu erfahren, okay, da gibt es mehr als das. Das ist das, was ich von mir denke und das ist das, was ich von mir halte, was ich, diese Anteile in mir, die ich sehe, aber ich bin mehr als das. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr darüber hinaus als diese Gedankenform, dieses Gedankenkonstrukt namens Ego welches ich glaube, welches ich bin. Du kannst dir das so vorstellen, du wirst geboren, endlos, ohne Bewertungen, frei und wirst dann sozial konditioniert. Und während du sozial konditioniert bist, sinkt das, was du eigentlich bist, und fügt sich zusammen in ein immer kleineres Feld von Sachen, die du zu sein glaubst. So, und irgendwann bist du nicht mehr dieses endlose Potenzial. Sondern irgendwann, nachdem man dir gesagt hat, hey, du bist ja nicht lustig. Ah, okay, ich bin nicht lustig. So, okay, und ah, besonders klug bist du nicht? Ah, okay, ich bin auch nicht besonders klug. So, und ähm, ach, du bist ja unsportlich oder so. Ah, okay, ich bin unsportlich. So, das ist jetzt ein negatives Beispiel. Aber von diesem endlosen Potenzial, was du bist, weil du jede Sekunde freie Entscheidungen treffen kannst, die anders sind als die vergangenen Entscheidungen, womit du neue Handlungen herbeiführst, die anders sind als die vergangenen Handlungen, womit du neue Ergebnisse in dein Leben ziehst, die anders sind als die vorherigen Ergebnisse, diese Freiheit hast du jede Sekunde, aber diese Freiheit nimmst du dir selbst, wenn du dich über das identifizierst, was du glaubst zu sein, aber nicht bist. Weil man dir in der Vergangenheit. Sachen gesagt hat, als du jünger warst, als du ein Kind bist, als dessen Folge hin du dich immer mehr eingeschränkt hast von deinem unbegrenzten Potenzial, was du nach wie vor hast, was nach wie vor da ist, was jede Sekunde da ist, du immer weiter eingeschränkt hast und irgendwann nur noch dieses kleine Stück siehst, wo du halt denkst, ja, mag sein, Patrick, aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Doch, <laughs> so. auch du bist so. Das, was nicht so ist, bist nicht du, sondern das ist dein Ego. Und wenn du irgendwie ein gutes Gefühl hast, wenn du diese Worte hier hörst, und das damit zu tun, dass ich gar kein Interesse daran habe, mit deinem Ego zu sprechen, mit dem, was du glaubst zu sein, sondern ich möchte mit deinem Selbst sprechen, mit dem, was du wahrhaftig bist, mit deiner wahren Natur, mit deinem grenzenlosen Potenzial. Das ist das, mit welch, an welches ich mich mit diesen Videos hier wenden will. Nicht an diesen kleinen, beschränkten Teil, den du von dir siehst, im Gegenteil. Dieser kleine Teil der ist für mich recht uninteressant, denn ich weiß, dass du um einiges mehr bist als dieser kleine Teil. Ich war vor einiger Zeit, das ist noch nicht lange her, ich glaube sechs Wochen, habe ich einen Abend verbracht in einem buddhistischen Kloster. Und da hat jemand einen Vortrag gehalten und hat gesagt, dass der führende Mönch, der das Kloster leitet, aus dem Ausland die letztens besucht hat. So, und die haben denen die Frage gestellt, also die haben mit dem sich unterhalten und er soll gesagt haben, der einzige Unterschied zwischen mir und euch ist, ich weiß, dass ihr erleuchtet seid. Und das ist das Schöne. Ähm, was ich mit diesen Videos hier bezwecken will, ist nicht, dass ähm, du immer mehr wächst und immer mehr wächst und immer mehr wächst. Im Gegenteil. Was ich mit diesen Videos hier bezwecken will, ist, dass dieses kleine Selbstbild von dir, was wir Ego nennen, nicht zerstört wird, nicht getötet wird, sondern erkannt wird im Sinne von, ah, okay, das ist also das, was ich von mir sehe, aber da ist noch mehr. So, ich bin weitaus mehr als das. So, ich bin unendliches Potenzial. Ich habe jede Sekunde die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden. Immer. Hm. So, es gibt da diese Teile in mir, vielleicht diese Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, vielleicht die Faulheit, die sich eingeschlichen hat, vielleicht gibt es da eine gewisse Sache wie Unmotiviertheit, die sich eingeschlichen hat über die letzten Jahre, vielleicht gibt es Sachen wie Bequemlichkeit, vielleicht gibt es auch eine Sache, die du schon viel zu lange nicht verändert hast, obwohl du weißt, dass es vielleicht besser wäre, sie zu verändern und so weiter. All das ist schön. Und natürlich ist das was, was zu dir gehört jetzt, wenn du dich einige Jahre lang danach gerichtet hast. So, jetzt geht es aber nicht darum, das zu töten im Sinne von, oh, ich muss das jetzt töten, damit ich das erkenne. Nein, es geht nur darum, das zu erkennen, aber gleichzeitig zu wissen, und dafür mache ich dieses Video hier, dass du die Freiheit hast, obwohl du das von dir siehst und das als einen Anteil in dir siehst, dich jede Sekunde neu zu entscheiden. Du kannst jetzt hier, während du dieses Video siehst und eventuell weißt, was ich hiermit meinen könnte. Ich weiß es nicht. Ne? Ich sehe hier die Kamera vor mir, du siehst mich. So, das heißt, wenn ich jetzt hier mit dir rede, dann hast du eventuell schon eigene Gedanken, eventuell hast du eigene Gefühle oder eigene Vorstellungen davon, was damit gemeint sein könnte, mit diesem Ego. Ganz persönlich für dich. Vielleicht gibt es gewisse Sachen, die du schon viel zu lange hättest tun sollen, aber nicht getan hast und mittlerweile hast du vielleicht auch siehst du gar nicht mehr diese Möglichkeit, das tun zu können. Vielleicht ist für dich persönlich, nicht allgemein, aber für dich persönlich auch schon das Potenzial gestorben, die Chancen gestorben. Vielleicht sind so viele Sachen für dich persönlich, für dein Ego nicht mehr sichtbar, die Möglichkeiten nicht mehr sichtbar, die Potenziale nicht mehr sichtbar, aber faktisch sind sie noch da. Und es gibt etliche Gründe aus wissenschaftlicher Sicht, die dagegen sprechen. So, dessen bin ich mir bekannt. Ich möchte nicht so durchs Leben gehen. Ne? Es gibt neurobiologische Muster und so weiter, es gibt Sachen. Synapsen, die sich verhärten und bla, blub. Bla. So, aber das ist alles Schall und Rauch entgegen dem, was ich hier in diesem Video zu dir sagen möchte. Denn wir haben weltweit in allen Bereichen Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind keine Ausnahmen, weil sie was ganz besonderes sind. Im Gegenteil, diese Ausnahmen sind Ausnahmen, weil sie eben genau das erkannt haben, dass unabhängig von den Situationen und egal wie aussichtslos es sein mag, sie sich für das Potenzial entscheiden, für deren wahren Selbst, für diesen höhere Natur und nicht dafür entscheiden, denn das ist das Wichtigste, es ist eine bewusste Entscheidung, auf das hören zu wollen, was sie glauben. Glaub nicht alles, was du zu wissen glaubst. Glaub davon nicht alles. Vieles davon ist Bullshit. Vieles davon wurde dir beigebracht im Außen und hat dich zu dem gemacht, was du heute zu sein glaubst, aber was du nicht bist. So, und eventuell wirst du jetzt selber diese Anteile in dir feststellen, wo du vielleicht sagst, ah, das gibt's doch nicht, das, das, das hätte ich seit Jahren machen müssen, aber hab's nicht gemacht. Da habe ich doch vielleicht Potenzial und so weiter und so fort. Ja, das hast du. Das hast du. Und es gibt jede Sekunde die Hoffnung, dass du genau das änderst, wenn du bereit bist, das zu erkennen und loszulassen und dich proaktiv für was anderes zu entscheiden. Und das haben wir in jedem Bereich. In jedem Bereich. Ne? Es gibt ein Beispiel von man, Roger Bannister heißt. Ihr könnt da gerne googeln. Bis zum 6. Mai 1954 galt es beispielsweise als unmöglich, die Meile in unter, in unter vier Minuten zu laufen. So, die Wissenschaft kam an und hat das getestet und hat natürlich etliche Beweise dafür gefunden, dass das tatsächlich nicht möglich ist. Die Lunge hat zu, viel, ähm, zu wenig Austauschvolumen, der Körper hat zu viel Widerstandsfläche und so weiter. All das waren Gründe dafür, die man gefunden hat, warum es einfach nicht möglich ist, die Meile in unter vier Minuten zu laufen. So, und wenn ich dir das jetzt sagen würde, als Wissenschaftler und du wärst ein Läufer und du wirst an, dieses, an diese Informationen glauben, die ich dir sage, wie viel Motivation hättest du, zu versuchen, das zu brechen, wenn du wirklich daran glaubst, es sei unmöglich? Was sollte dich dazu motivieren? Du musst aber bewusst sagen, nein, da gibt es mehr. Nein, ich kann alles schaffen, um eben diese Grenzen zu sprengen, die dir von irgendwo genannt werden. Und das hat Roger Bannister gemacht am 6. Mai 1954. Und da ist er die Meile in unter vier Minuten gelaufen, zu wieder allem, was die Wissenschaft gesagt hat. Das heißt, er hat gegebenenfalls das über Bord geworfen, was ihm von außen beigebracht wurde, was ihm gesagt wurde, und hat gesagt, ich kann es schaffen und er hat's geschafft. Ja, das sind diese einschränkenden Glaubenssätze. Man spricht auch von Limiting Beliefs, die dich daran hindern, dein eigentliches Potenzial auszuschalten. Diese Limiting Beliefs, die sind aber auf der Ebene des Verstandes. Und in der Spiritualität geht es darum, dass wir uns von diesem Verstand lösen, dass wir erkennen, ja, das sind Gedanken und Gedankenformen, und die sind da, die habe ich, die habe ich auch für mich selbst. Es geht ja nicht immer um Meisterleistungen wie bei Roger Bannister, es geht darum im, im Alltag. Vielleicht weißt du seit Jahren, du solltest mit dem Sport anfangen, hast es aber nicht gemacht. Du hast es immer wieder aufgeschoben. So, und so lange aufgeschoben, dass du zu der Person wurdest, die immer aufschiebt. Und nicht nur das, sondern du hast es dann vielleicht so lange aufgeschoben, nicht nur, dass du zu der Person wurdest, die Sachen immer aufschiebt, sondern dass du zu der Person wurdest, die Sachen immer aufschiebt und glaubt, dass sie das nicht ändern kann, weil sie es schon so oft gemacht hat. Aber selbst dann hast du Möglichkeiten, jederzeit, auch jetzt nach diesem Video, dieses unglaubliche, unendliche Potenzial anzuzapfen, was du eigentlich bist und was dafür verantwortlich ist, dass du dieses Video hier jetzt noch schaust. Weil du wahrscheinlich irgendwo in dir, vielleicht hier in diesem Bereich, merkst, hm, ja, doch, da ist was dran. <laughs> ja, mag sein. Hm, okay. So und dann wirst du automatisch einer von denen sein, die ausbricht. Du wirst einer von denen sein, die nicht länger an das glauben, was sie eigentlich denken. Sondern die Muster bricht. Es ist egal, ob du 40 bist und jetzt auf einmal nach diesem Video vielleicht sagst, ja, ich mache mich jetzt selbstständig. Das ist okay. Wieso nicht? Guck dir den Gründer an von McDonalds, guck dir den Gründer an von KFC beispielsweise. Gut, sind jetzt beides Fastfoodketten, <laughs> zufälligerweise, aber. Die waren beide weit über 50, als sie McDonald's oder KFC gegründet haben. So, und Ray Kroc ist nicht der Gründer von McDonald's, aber das tut dir ja jetzt nichts zur Sache. So, und es gibt etliche andere Beispiele dafür. So, es gibt da keine Altersbeschränkung. Du kannst das tun, wenn das vielleicht eine Sache ist. Wenn du 35 Jahre alt bist vielleicht und guckst dieses Video und du hast nie Sport gemacht, du weißt aber, in dir schlummert etwas, wo du die ganze Zeit weißt, ja, ich werde nicht jünger, Sport ist gut. Sport macht mich fitter, ich stärke meine Skelettmuskulatur dadurch, ich werde dadurch vitaler, ich werde dadurch beweglicher, es wird mir gut tun, Sport zu machen. So, aber du hast so lange diese Entscheidung nicht getroffen und hast mittlerweile dieses eigene Bild von dir im Sinne von, ja, ich bin einfach nicht sportlich, ja, das bin nicht ich und ja, ich bin eher so der Coach Potato, ich bin eher so der Bequeme. Ja, das, bist du das jetzt gerade, dann ist das dein Ego, was das gerade sagt. Aber das musst du nächste Woche nicht mehr sein und auch nicht nach diesem Video. Musst du nicht. Entscheid dich dagegen. Du hast die Möglichkeit. Nichts hält dich zurück. Nur niemals die fehlende Information darüber, dass du dieses unbegrenzte Potenzial bist, was ich dir gerade gegeben habe. <laughs> so, entscheid dich dafür. Tu es. Do it. So, und du wirst sehen, in dem Moment, wo du das feststellst, und eventuell, wenn du spürst, Mensch, ja, da ich resoniere damit, da, da ist was, da, da, ich fühle mich gerade davon ertappt oder angesprochen oder sonst was, dann wirst du wissen, dass da mehr ist. Du musst nicht länger auf das hören, was du von dir denkst, was du von dir glaubst. Du hast jede Sekunde das möglich, die Möglichkeit, dich proaktiv anders zu entscheiden. Und nur mit dieser Erkenntnis, die jetzt hier in diesem Video bereits kommen kann, nur mit dieser Erkenntnis, die du jetzt gerade eventuell haben kannst, während du auf meine Worte hörst, hast du alles, was du brauchst. Denn wenn du die Erkenntnis hast, hast du die Motivation, sich aus deinen bisherigen Mustern und Gedankenmustern zu lösen, aus dem, was du glaubst zu sein, aus deinem Ego. Du musst es dafür nicht töten. Es reicht, wenn du das gerade erkannt hast und damit resonierst mit dem, was ich sage. Dann wirst du erkennen: Oh, das, was mich zurückhält, das ist, bin gar nicht ich. Es sind die Gedanken, die ich über mich habe dann wirst du dadurch, dass du das jetzt weißt, sagen können, okay, dann mache ich doch einfach mal XYZ. Und wenn du das hast, dann bleib dran, dann setzt du um. Und wenn du das tust, die Erkenntnis hast, dadurch neue Gedanken hast, dadurch neue Entscheidungen getroffen hast, wirst du neue Ergebnisse in dein Leben ziehen. Und wenn du neue Ergebnisse in deinem Leben hast, dann wird sich automatisch wiederum dein Ego nach und nach verändern, denn wie soll es möglich sein, dass du an deinem alten, beschränkten, limitierten Ego festhältst, wenn du jetzt auf einmal im Außen diese ganzen neuen Ergebnisse erfährst, die gegen all das sprechen, äh, an was du geglaubt hast? <laughs> so, das heißt, du bist natürlich vorher ab dieser Erkenntnis, die du jetzt höchstwahrscheinlich in diesem Video schon irgendwie gespürt hast, dass du mehr bist als das, von dem du glaubst, was du bist. So. Wirst du dann schon darüber hinaus wachsen, indem du erkennst, ah okay, das ist all das, was ich über mich denke, aber ich bin viel mehr als das. Ich bin das unbeschränkte Potenzial, so das unendliche Potenzial, mich in jeder Sekunde frei entscheiden zu können, egal in welche Richtung. Wenn du das Gefühl hattest, dass dir dieses Video viel gebracht hat, weil du realisiert hast, dass du vielleicht mehr bist als das, was du bisher dachtest, dadurch neue Entscheidungen getroffen hast, etc. und neue Ergebnisse in dein Leben ziehst, dann freut mich das zu hören. Und wenn du sagst, hey, ich will da richtig in die Tiefe gehen, ich will da weitermachen, ich will mehr schaffen, dann klicke im ersten Kommentar oder hier unter diesem Video auf den Link. Da gelangst du zu meinem Coaching. Trag dich gerne das Formular ein. Dann hören wir uns persönlich und können schauen, wie wir zusammenarbeiten. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Mach es gut. Adios.